Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zum heutigen Video. Wie versprochen machen wir heute ein Beintraining mit Senior Sommerfeld, meinem Vater, auch Uwe Sommerfeld genannt, und dem Junior Sommerfeld, auch Nico Sommerfeld genannt. Bevor wir anfangen, gibt es erstmal eine gute Ladung Epic Pump und dann wird heute Beine trainiert. Wie gesagt, ihr habt mir ein paar Fragen geschickt zum Vater, zum Bruder, die werden wir im Laufe des Trainings beantworten. Aber jetzt geht's erstmal los, Attacke. Die ganzen Hygienebanausen, die immer meinen, sie müssen irgendwie rumschwitzen, keine Handtücher benutzen, die Hacke nicht aufräumen und sonst hier Scheiß hier rumliegen lassen, der ist für euch, nur für euch. Oder montags trainieren gehen, freitags wieder und es dann aus dem Kofferraum hole, stinkt klasse. Wieso machen wir zuerst den Bein-Bizeps warm? Wer es weiß, kannst du in die Kommentare schreiben. Ich werde es nicht beantworten. Vielleicht später, aber jetzt noch nicht. Nochmal zur Frage, wieso machen wir erst hinten warm und nicht erst vorne? Meine Love Gun mitgebracht. Das kann man als Sextoy und als Massagetool benutzen. Massagetool. Im Prinzip funktioniert es ganz einfach. Wie so ein, wie nennt sich das Papa? So eine Hilti. So ein Baubohrer, ein Schlagbohrer, genau. Mit einem netten Aufsatz und dann kann man quasi diese Bewegung, die man macht mit dem Daumen bei Massagen, kann man quasi 1000 Mal die Sekunde machen. Hier so. Und damit kann man quasi Verspannung lösen und mache ich jetzt vorm Training, dass ich eine bessere Range of Motion kriege beim Training, also einen besseren Bewegungsradius. Es ist quasi wie so eine Massage vorm Training. Eine kurze, aber gute. So, jetzt mache ich noch weiter. Also nochmal kurz zur Erklärung, wir haben jetzt Beuger gemacht, dass wir die Patella warm kriegen, also die, das Knie bzw. Gewebstruktur und so. Jetzt will ich aber ein bisschen Blut im Strecker, also machen wir einen MTUT-Satz. Das bedeutet? Was ist das? Was ist das? Gutes Stichwort, was ist das? Tut eigentlich nur weh. Ja. Wir machen jetzt 3 normale Wiederholungen, dann eine ganz langsam, 3 schnelle, dann langsam. Ich weiß es so lange, bis wir nicht mehr können. Spaß. Spaß. Jetzt nach oben, eine Sekunde halten, nach unten, hoch und so weiter. Ja. Die langsame Wiederholung sind 10 Sekunden von hier nach da. Okay. Das kannst du so 3-4 Mal machen. Das ist okay. 1, 2, 3, und langsam 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Genau. Wisst ihr, was ein bisschen frech ist? Mein Bruder trainiert jetzt heute das zweite Mal Beine, glaube ich. Und in dem Sinne, beide sind einfach fast so dick wie meine, Alter. Guck mal, Achtung. Da weiß man auf jeden Fall, wo ich meine Beine her habe, glaube ich. Oh, kranke Sau. Okay, wir machen jetzt Beinpresse. Und danach, Achtung, ich weiß, was mein Vater jetzt sagt, dass wir eine Übung machen. Was machen wir nach der Beinpresse?
Kniebeugen. Hab ich's doch gesagt. So, das wird aber, glaube ich, das erste Mal Kniebeugen für den Nico, richtig? Haben wir schon mal Kniebeugen gemacht? Aber geführt, richtig? Okay, geführt. Das heißt, heute machen wir Kniebeugen frei. Oh. Heute machen wir die Königsdisziplin. Das erste Mal für meinen Bruder. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie er sich anstellt. Normalerweise, also ich will jetzt nicht so viel verraten, aber normalerweise hat er das relativ schnell drin. Also Kreuzheben hat er verdammt schnell kapiert, alle anderen Übungen auch. Auch komplizierte Übungen, so viele Ausführungen her, wie Überzüge und sowas. Aber Kniebeugen, andere Nummer. Sehen wir. Das, in meinem Alter macht man eigentlich viele Übungen im Liege, weil man ist noch nicht mehr so jung und liegt es besser. Werde ich jetzt bestimmt fragen, wieso wir alle drei einen Gürtel tragen. Das hat einen speziellen Grund, den verrate ich aber hier nicht, denn ich habe ein Buch geschrieben, beziehungsweise zu 80% ist es fertig. Und das Buch könnt ihr dann quasi online in meinem Shop kaufen. Das wird heißen Don't Waste Your Waste. Also ihr könnt euch vielleicht schon ungefähr vorstellen, um was es geht hier bei dem Gürtel. Aber alle großen Bausteine, wie man die Hüfte schmal hält, werdet ihr in dem Buch finden, aber jetzt trainieren wir erstmal eine Runde. Wir haben hier, Achtung, halte ich fest, Papa, wir haben eine Frage auf Instagram gekriegt zu dir, für dich. Ja. Und zwar die Historie von dir im Bodybuilding. Du hast schon früh angefangen mit Training, ne? Toll von mir im Bodybuilding, ja. Das fing so mit 13, 14 Jahren an mit Gewichtheben, war damals so. Dann ging es irgendwann weiter zum Fitzenmeier damals, Kraftsport. Und dann war ganz normal Junior Klasse 3, Männer Klasse 3. Bis zur Heirat und Kinder. Da gibt es übrigens noch ein Foto von Dennis James und meinem Vater, ja, auf der Bühne. Gut, ja. Ich habe noch eine nächste Frage. Und zwar geht die an meinen Bruder. Da wurde gefragt, wie sich jetzt quasi so der Umgang mit seinen Freunden verändert. Also das ist ja quasi das, was jeder früher oder später durchmacht. So, wenn man das Training dann ein bisschen ernster nimmt und nicht mehr auf jeder Party ist und so. Wie sich dann alles verändert, weil für die Freunde ist es immer so plötzlich, aber für einen selber muss man halt wissen, wo seine Prioritäten sind, ne? Erzähl mal. Ja, eigentlich, so ein wirklicher Wandel hat noch nicht stattgefunden, so. Das Einzige, was sich geändert hat, ich versuche nicht mehr so viel Scheiße zu fressen und unnötig, aber so der... Saufen tust du trotzdem, oder? Ja, saufen tust du trotzdem nach wie vor. Ja, das ändert sich noch nicht, kommt vielleicht noch. Also rauchen tut ihr nicht? Nee, ich bin clean. Aber einen saufen tust du trotzdem gerne mal, wa? Ja, hin und wieder mal. Nee, also ich glaube, unterm Strich ist es noch nicht so weit, dass du sagst, dass du alles auf Bodybuilding ausrichtest. Nee. Aber ein bisschen sauberer werden, das soll ich halt nicht. Das ist doch mal ein gutes Statement. Ein bisschen sauberer werden ist auch. So, Nikos erstes Mal freie Kniebeuge. Wir machen uns jetzt also so einen kleinen Trick zur Hilfe. Und das sind diese kleinen 1,25 Kilo Scheiben. Der Trick dabei ist, wenn man quasi mit der Fußsohle komplett auf dem Boden steht, hat man als Anfänger oder als Ungedehnter meistens das Problem, dass man den hier macht. Genau, nicht so wie er, sondern falsch. Und diese Dinger helfen einfach ein bisschen. Quasi, ich stelle mich jetzt mal hier drauf. So. Und dann komme ich quasi komplett aufrecht nach unten, ohne irgendwie Buckel zu machen. Also es ist am Anfang immer eine gute Hilfe für alle Leute, die noch nicht so gut Kniebeugen machen können. Könnt ihr das mal ausprobieren mit so kleinen Flachscheiben. Dadurch bleibt man einfach aufrecht im Rücken und macht weniger Buckel. Okay, jetzt versuchen wir mal,
dem Sommerfeld Junior plausibel zu erklären, wie Kniebeugen gehen. Und ich glaube, das übernimmt der Senior. Er ist nämlich ehemaliger Gewichtheber. Der ist ein bisschen fitter als ich. Also versucht natürlich beim Hoch- und beim Runtergehen eine gestreckte Linie zu halten. Wir gehen nicht auf die Zehenspitzen, weil dann geht es direkt ins Knie. Und es soll nicht ins Knie gehen, sondern es soll in den Oberschenkel gehen. Sollte, wenn es richtig macht, so aussehen. Etwa schulterbreit. Es müsste eigentlich schon gerade hingehen. Wenn ich es richtig gemacht habe. Was für ein Luxus, wenn man von einem ehemaligen Gewichtheber die Kniebeugen erklärt bekommt und von einem Bodybuilder den ganzen Rest. Also wenn man potenziell ausschöpfen kann, dann ist der Sommerfeld Junior bestimmt verdammt gut machen. Ich denke, ich mache Kniebeugen seit 12 Jahren richtig und jetzt steht der Meister daneben. Jetzt werde ich auch noch was machen. Und Kniebeuge trainiert man so, dass es funktioniert, weil da ist hier kein Besenstiel. Du nimmst den Besenstiel vorne rein, machst so und dann gehst du runter, dann muss der Besenstiel liegen bleiben. Fällt er nach vorne, das ist falsch. Ich hab dir das so erklärt mit der Beinpresse, dass du quasi deinen vorgegebenen Weg hast, wie du dich bewegst. Und genauso ist bei den Kniebeugen auch. Dass du halt gut stehst, ist deine Position. Das Einzige, was ich bewege, ist nur deine Knie. Nicht wirklich so. Das fällt mir gerade. Ja, aber das musst du gar nicht abhalten, wie du dich in diesen vorgegebenen Bewegungsstand bringst. Wenn du halt immer versuchst, so tief wie möglich zu gehen und so hoch wie möglich, dann kommst du hier rein. Versuchst du deine Position zu finden und dann gehst du quasi nur bis zu dem Punkt, wo du nicht mehr sicher bist, wieder hoch. Okay. Und mit der Zeit wird es tiefer und höher. Also Leute, ganz kurz, er hat jetzt gerade den dritten Satz Kniebeugen gemacht. Das erste Mal. Genau, das erste Mal. Und jetzt nach dem dritten, ersten Mal, ist es gar nicht schlecht. Also die Leute, ja, die machen das nach 5 Jahren, ja, immer noch schlechter. Gut gemacht. Also Kniebeuge quasi richtig, die liegt vorne drin. Du gehst runter, du gehst hoch. So ist es quasi richtig. Und die meisten machen das ja so. Die gehen so, hinten dann ab. Und dann fällt der Stopper runter, dann stimmt die Linie nicht mehr. Ganz einfach zu trainieren zu Hause im Stock. Wir haben die offizielle Erlaubnis bekommen. Und zwar gibt es das nur in dem Clever Fit. Achtung! Wir machen jetzt Ausfallschritte. Und zwar wie Ronnie Coleman, richtig oldschool. Draußen in der Sonne. Von da nach da. Mit Gewicht. Los geht's. Schon ein bisschen wahnsinnig, oder? Eigentlich, ne? Eigentlich. Ja. Gibt es im Prinzip nicht viel zu erklären. Was mir jetzt wichtig ist, bei den Ausfallschritten haben wir die Möglichkeit, mit dem Knie richtig schön über die Fußspitze rauszugehen. Also wir machen wirklich weite Schritte und hier raus. Was ich nicht haben will, ist so dieses. So, ich will richtig gescheit. Ja, oder dieses. Ja, genau, das geht auch. Die Supermans. Ja. Und so mit Knie aufschlagen hier auf dem Boden, also ein bisschen runterfallen lassen ist auch nicht, weil das sieht man dann spätestens vorne. Das sind Schleifspuren. Das sind Schleifspuren. Okay, wir gucken jetzt mal, wie weit wir kommen. Bei mir zur Bank und zurück, das können wir packen, ne? Ja, Bank und zurück ist ein guter Plan. Ja.
Warum lacht der Kameramann eigentlich immer? Warum lacht er? Das Schlimme ist ja nicht der Ausfallschritt an sich, sondern die Muskeln sind schon leer, so, weil wir haben schon ein bisschen trainiert. Und jetzt brennt beim Hinweg. Und dann denkst du, das brennt hört auf. Aber hört nicht auf. Und dann muss ich nochmal zurücklaufen. Was noch erwähnenswert ist für die Damen, es gibt einfach eine wunderbare Po, ne? Also die einer brauchen sollte. Ich meine, das ist eine ganz spezielle Übung. Und zwar, weil wir hier keine liegende Beinbeugemaschine haben, nehmen wir uns eine Kurzhantel. An der Stelle Gruß an Nicolas Bouillon heißt er, glaube ich, aka Quarzilla. Das ist dieser kleine Bodybuilder mit den riesen Oberschenkeln. Bei dem habe ich schon gesehen, seitdem habe ich kein Bein-Bizeps-Training mehr ohne diese Übung gemacht. Der Sinn dahinter ist der, wir machen uns hier die Schwerkraft zu nutzen. Das bedeutet, je weiter wir unser Bein gestreckt haben, also je weiter wir unsere Muskeln gedehnt haben, desto höher ist die physikalische Last. Das ist jetzt ein bisschen wissenschaftlich erklärt, aber guckt mal zu, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Und vor allem probiert es aus. Wenn ihr es ausprobiert habt, schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich liebe diese Übung. Also, ich bin gemacht, bin sehr gespannt. Okay. Was ist los? Okay. Was sollst du zum Scheiß finden? Boah, also ihr müsst euch mal überlegen an der Stelle, wie hart der Muskel kontrahieren muss, dass man quasi nach der vierten Wiederholung sofort den Krampf kriegt. Also geil. Ein oder andere werden von euch diese Grips schon kennen. Ultra geil. Im Prinzip geht es darum, dass man nicht mehr wickeln muss. Man hat hier so ein Grip-Pad, greift die quasi um, man hat hier die Stange drin. Hält bis, ich sag mal, 250 Kilo, alles darüber könnte etwas rutschig werden. Aber so schwer trainieren wir heute nicht, also perfekt. Jetzt noch mal ganz kurz, Vater, eine Frage an dich, die gestellt wurde noch. Ja. Wo siehst du Mike in 10 Jahren im Bodybuilding? Wo ich dich in 10 Jahren sehe? Hoffentlich bei der Mr. Olympia-Wahl ganz oben. Oh. Oh. Ist es das Ziel für jeden? Ich will es hoffen, wenn nicht, dann ist es... Gesund bleibe, fit bleibe, dabei bleibe, konzentriert bleibe, dann funktioniert es. Also ich habe gerade die Frage beantwortet, weil wir haben noch eine Frage, glaube ich, irgendwo. Ja. Warte, ich weiß nicht, ob Sie... Wie kam dein Bruder zum Training? War es Eigenantrieb oder hat jemand dann nachgeholfen? Ich habe nicht nachgeholfen. Ja, früher war da immer so ein bisschen mal dieser leichte Anstoß, oder? Das kam nie von mir selbst. Jetzt, nach einer Zeit, kam das immer wieder und ich habe so ein bisschen den Gefallen gefunden, das Resultat nach dem Training so, zu spüren. Das ist auch ganz wichtig und das treibt mich dann auch immer an, wenn ich mal keinen Bock habe. So. Ja. Das ist doch mal ein gutes Statement. Auf jeden Fall, wie ich gehört habe, ist langsam der Kamera-Akku leer. Das bedeutet, wir machen jetzt so ein bisschen Kreuzheben, gestreckte Beine und ein bisschen Bein-Bizeps, damit hat sich auch schon erledigt. Jetzt, ganz wichtig für euch, schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr mehr sehen wollt vom, ich sag mal, Sommerfeld-Trio, hier Senior, Junior und mir, dann können wir für euch natürlich ein bisschen mehr machen in Zukunft. Also mir hat mega Spaß gemacht, wenn es euch Spaß gemacht hat. Daumen oben und Kommentar nicht vergessen. Lass ihn.